du da? Hm, mal sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Klopf, klopf. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Hm. Hatten wir schützen wovor schon? Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die gut alte Magie. Alte Magie? Das ist weder zum... Okay, hatten wir schon. Ich merke gerade, wie ich total müde werde, deswegen werde ich auch gleich einen Cut machen. Aber wenn ich jetzt hier, ne, und so, deswegen... Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege? Unmöglich! Nicht ohne die Ziege! Ich such doch keine Ziege. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Du gehst mir langsam auf den Geist. Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Na gut, dann gehe ich doch nochmal schnell die Ziege gucken, suchen. Aber dann war es das auch wieder für heute, weil ich schlafe hier gleich ein. Das ist schrecklich. Okay. Na gut, dann... Warte mal, haben wir hier irgendwie... Ach, ich soll sowieso meine Hexersinne einsetzen, also kann ich auch gleich von hier nochmal... Ja, guck mal. Kann ich auch untersuchen? Ja. Hier entlang, glaube ich. Noch ein Hinweis. Noch ein Hinweis. Hier entlang, glaube ich. Folgt mir, ich habe schließlich auch keine Ahnung, wo es lang geht. Schon klar. Na gut. Eine Ziege. Übrigens, irgendwie...
Geralt so im dritten Teil ist irgendwie noch so ein bisschen, ich sag mal, schroffer. Na, ich weiß nicht, so ein bisschen schroffer, rauer, definitiv smarter als in den letzten Teilen. Noch ein Hinweis. Das gefällt mir. So. Wo? Ach, wo soll darf ich denn lang? Ah. Ah. Ich hab's doch gehört. Na gut. So. Okay, rohes Fleisch, Hundeteig. Achso, ich hab. Und noch irgendwas. So. Moment, da liegt noch was. So. So, das hier klingt verdächtig nach einer Ziege, möchte ich einfach mal behaupten. Ach, da bist du. Ach, da ist ja Prinzessin. Gut. Achso. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Wie soll ich denn die Prinzessin... Stufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Ah. Na schön. Mal die Glocke versuchen. Na los, gehen wir zum Weilen. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Hier entlang, euer Gnaden. Ah, oh, das gibt's doch zur nicht. Zur Hölle bist du hin? Lauf doch, du beknacktes Huhn. Ah, das gibt's doch nicht. Verdammt, bist du hässlich. Ah, falsche Taste gedrückt, eigentlich wollte ich. Ach, nein, das war auch die falsche Taste, verdammt. So, jetzt aber. Oh, verdammt. Okay. Bärenfett, lecker. So, Moment. Ich bin das noch so gewohnt, vom zweiten Witcher-Teil einfach auf Steuerung zu drücken. Da kam nämlich immer das Menü. Also, das, was da dort das Menü war, das kam dann immer. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? So, jetzt aber. So, da vorne ist auch schon die Hütte. Nein, du kommst jetzt her. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Ja, das ist schön. Ich glaube, der redet mit mir. Okay. Prinzessin, lauf den Weiden da nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein.
Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Gut, bin gleich zurück. Okay. Reicht das? Das Kind lebt, obwohl es tot ist. Was? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich.
Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Oh Mann, das war jetzt eine ganz schöne Menge zu quatschen. Aber okay. Okay, na gut. Das heißt... Yay. Das heißt dann auf jeden Fall... Ja, oh Gott. Ist ja gut mit den ganzen Quests. Haben wir das jetzt endlich? Okay, Fehlgeborene. Ja gut, das heißt dann auf jeden Fall... nochmal zurück zum roten Baron... zum blutigen Baron und sagen... Yo. Alter... Da fehlt uns doch noch eine kleine Information. Aber das machen wir halt, wie schon gesagt, erst in der nächsten Aufnahmesession von Let's Play The Witcher 2. Wir sind auch wieder bei stolzen 2 Stunden. Das reicht ja fürs Erste. Vor allen Dingen, weil ich noch irgendwie 3 Stunden von der letzten Aufnahme noch übrig habe. Naja, gut. Auf jeden Fall sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.